Das ist der Blues vom Montagmorgen im Himmel. Montagmorgen ist im Himmel oben immer total flau. Der liebe Gott stellt die Automatik und dann läuft dort haargenau der gleiche Film ab wie jeden Montag. All gehen bitter und brav arbeiten, so etwas von langweilig haben. Was im Himmel oben schon allen richtig zuwider ist, um überhaupt noch auf der Erde oben runtergehen. Montagmorgen im Himmel. Der liebe Gott und der Petrus hängen schlaff und deprimiert ihrem Luxuswolkenhaus. Und dann, weil es zudem gerade auch noch Lärmmund ist, das mal ganz besonders Mühe. Stell dir das vor, ey. Hängen beide total durch und flippen schier aus. Ab dem ewigen Montagmorgen Blues. Wenn nun endlich die Engel aufstehen würden, dann gäbe es wenigstens etwas zu lachen. Aber die haben es durchgedrückt mit der Gewerkschaft, dass sie am Montag länger packen können. Wegen dem Sonntagsstress in der Kirche, die haben so Mais gemacht, er hätte keine Chance gehabt. Vor dem Eisenmittag fängt er aus dem Petrus kennen wir an. Darum schießt er nämlich ganz besonders an, dass er am Morgen früh einfach ums Frecken nicht mehr schlafen kann. Ja, senile Bettflucht, oder was willst du bei dem Alter? Montagmorgen im Himmel. Der Boss und der Portier mit dem Zahnfleisch auf dem Kies. 0,00 Bock auf, aber überhaupt rein gar nichts. Allgemeine Stimmung, absolut mies. Und das im Paradies. Wo dann der Petrus plötzlich ausruft, für Tami Gott im besten Willen, so könnte es doch nicht weitergehen, ob es nicht wenigstens will, ein bisschen Golf spielen. Fangt der Lieb Gott sanft an, leuchten fast erlöst, wie sei mit dunkel. Holt himself Golfböllen und Schläger und setzt mit den einladenden Gesten Petrus überfreundlich den Böllen auf den Punkt. Der Petrus holt profimässig aus mit einer dreifachen Pirouette. Das ganze Retour und schon siehst du Golfböllen ins Weltall rauszuschütten. Genau auf Wolke 84 springt dreimal auf dort vor dem Loch und höppelt dann seelenruhig. Poch, poch, poch. Weisst wie? Pfeife grad ins Loch. Der Petrus grinset vor sich hin und macht einen Strich in die Himmelstür. Dann grübelt er aus dem Morgenrock Zigaretten für. Raucht den Zug, blast noch ein Ringli, fragt noch, wie es so geht und leitet dann seinerseits am anderen ganz freundlich, begleitet von einem fachmännischen Rat, den Böllen parat. Der liebe Gott nimmt kurz Mass, haut satt und trocken auf den Ball. Ein scharfer, schlichter Schlag ohne Vierlefanz und Troll. Genau auf Wolke 84 springt dreimal auf, dort vor dem Loch. Und höpperlet dann seelenruhig, poch, 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 bis ein Zentimeter vors Loch. Jetzt aber treppelt die weiße Maus her und hebt sich an den Ballen. Dann kommt von innen eine schwarze Katze und packt die Maus mit scharfen Krallen. Das haust den Adler vom Himmel ab, haargenau auf die beiden Uhren, packt die wahr und steigt damit gerade auf der Sonne zu. Dann geht das Loch im Himmel auf. Es tätscht und dunnert vorne und hin und ein Blitz fährt oben runter, haargenau in Adler rein. Adler, ein Räuchli. Katz, ein Räuchli. Maus, ein Räuchli. Golfbälle. Golfbälle. Geh Pfeife gerade oben runter. Haargenau ins Loch. Sagt der Petrus zum Liebgott. Hey Boss, was ist los? Spielen wir jetzt da Golf oder tun wir blödeln?